Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Dead Island Riptide, der Definitive Edition. Bei der letzten Folge, sehr ruhig da hinten, haben wir ja nach einer Karte gesucht, weil wir hatten den Auftrag, ein gewisses Gebäude aufzusuchen. Denn dort soll etwas für uns hinterlegt worden sein, beziehungsweise das sollen wir suchen. Das haben wir gemacht. Allerdings mussten wir da noch eine andere Quest nachgehen. Das heißt also, wir mussten, glaube ich, ein bisschen Baumrinde sammeln. Ist nur schon ein paar Tage her, deswegen entschuldigt, wenn ich das nicht mehr weiß. Hallo, was willst du denn von mir? Hui! Ich hacke Arme weg. Jedenfalls, ist noch ein netter Kollege von uns, der uns ja verarscht hat, jetzt bei unseren Freunden, ne? Ich weiß aber auch nicht, ob die noch leben oder ob die schon tot sind. Und warum kriege ich den Typen gerade nicht gefasst? Oh ne, das gefällt mir gar nicht. Da ist noch ein Springtyp dabei. Mann! Danke! Willst du mich jetzt rollen? Mach Boom! Ja, und für all diejenigen, die übrigens die letzte Folge nicht gesehen haben sollten oder noch gar nichts von Dead Island Riptide kennen sollten, in der Videobeschreibung, da findet ihr natürlich einen Link, wo ihr draufklicken könnt, um euch alle Folgen anzusehen, zumindest wenn ihr sie noch nicht kennen solltet. Denkt dran, dass ich arbeitstätig bin, das heißt also, oder berufstätig, wie man es auch so schön nennt. Es kann also mal passieren, dass ein oder zwei Tage meine Videos ausfallen. Das ist dann aber auch nicht gewollt, ja, also mitunter. Also ich werde mich jetzt aber hier nicht noch... Ja, danke, und ich fahre runter. Nein, leck mich! Ich wollte mich ja eigentlich gar nicht mehr aufhalten, wollte ich gerade sagen. So. Müssen wir die Waffen reparieren? Naja, nicht unbedingt. Okay, in 500 Metern sind wir da. Das hört sich jetzt weit an. Ist es eigentlich auch. Aber wir sollten trotzdem gut durchkommen. Hoffe ich doch zumindest. Oh ja, super. Ne. Nein! Alter Junge. Mitunter kann unsere Person einfach mal nicht springen, die wir spielen. Hat da wohl gedacht, wa? Verarscht. Okay, nochmal ein bisschen Alkohol mitnehmen. Ich bräuchte jetzt aber eigentlich eher... Und warum markiert mir da eigentlich die Person nichts? Das, was ich nicht ganz verstehe. Schön, wie du mir den Weg zeigst, Videospiel. Das ist voll geil. Fuck yeah. Und vor allem geil, wie man gerade den Zombie erledigen konnte. Ich habe keine Zeit für so ein Piss. Halt doch mal die Schnauze, Junge. Wisst ihr, es macht absolut keinen Sinn, dass hier überall verschissene Runner rumrennen. Ey, die haben doch alle eine Schraube locker. Ja, genau, du hast keinen Kopf mehr. Sie verliert ihren Arm und ihren Bein. Oh, nee, noch nicht. Hat beide Arme verloren. Hätte nicht mehr viel gefehlt und sie wäre Ritter der Kokosnuss gewesen, ne? Okay, jetzt aber Spaß beiseite. Wir müssen hier hinten, glaube ich, lang. Ey, das ist hier gar nicht so einfach. Da würde ich, glaube ich, nach oben kommen. Hab keine Zeit für dich, Junge. Ich weiß, ich hätte das Auto nehmen können. Aber das wollte ich jetzt mal nicht machen. Okay, kurz mal heilen. Wem haben wir denn hier? Ein paar bekloppte Zombies. Also das ist alles ruhig. Ich glaube, ich habe mein Hackmesser übrigens nicht mehr. Was? Ist er gerade mir gefallen? Genau, verlier deinen Arm. Ich wollte gerade den... Beine packen! Juhu. Kannst du versuchen, wie so ein Baby rumzukraxeln?
Wird bestimmt nicht so lustig. Oh, Messingschlagring. Naja, okay. Die bringen uns nichts, weil es eine Nahkampfwaffe ist. Mit der hat man absolut keine Reichweite, ne? Nur solange die halt der Arm ist. Und er kann schon ein bisschen ärgerlich sein. Ey, mein Hackmesser ist weg, ne? Mist, verdammter. Das ist nicht so schön. Ich glaube, ich habe nämlich noch einen Zombie abgeworfen damit. Oder aber... Ja, die Quest ist schon klar. Übermachete. Morgenstern. Messer. Ihr Küchenmesser. Nee, das ist aber nicht... Universal-Axt ist das, genau. Es ist aber, was ich nicht brauche, das ist nämlich die Waffe da oben. Morgenstern, bringt mir absolut gar nichts. Da behalte ich lieber ein Messer. Das kann ich wenigstens noch werfen. Und dann schon wieder ein Sprengzombie, warum nicht? Och Mann, ey, die gehen mir so auf den Zeiger, die... Mann, ich kann nichts machen. Was ist denn hier los, Mann? Ich häng fest. Schön, danke. Jetzt reicht's, ne? Wie kommt man nur immer auf so eine schwachsinnige Idee, ey? Ja, da kommt noch einer. Ey, das ist so bescheuert. Und der hat einen Zitronensaft dabei. Lecker. Zombie-Zitronensaft. Warum nicht? Wir spielen jetzt nun schon annähernd 10 Minuten und ich bin noch nicht mal da angekommen, wo ich gerade eigentlich hin wollte. Naja, ist typisch. Und natürlich alles wieder voller Runner. Das ist typisch. Es ist so typisch. Wirklich. Junge, Alter, ihr geht mir auf den Sack. Er schmeißt mir noch mehr Zombies hin. Hallo, bleibt doch mal ruhig. Ist doch genug für euch alle da. Ja, keine Ausdauer mehr, bringt mir also gar nichts. Halt doch mal jetzt dein Mundwerk. Boah, jetzt bin ich tot wegen dem einen Mistzombie. Dass man das so übertreibt, versteht er? Ich kann es nicht nachvollziehen. Geht echt nicht. Weil ich meine, es macht absolut keinen Sinn. Fucking die! Ja, na klar, und das Einzige, was die dabei haben, ist Klebeband. Welcher Zombie braucht schon Klebeband? Oh, ich muss mir meinen Arm festmachen. Oh, ja, schon wieder irgendwo ein verdammter Mistsprengzombie. Ich habe jetzt aber keine Zeit hier. Okay, wir sind jetzt fast da. Finally you came. Marcus wants to talk to you. Ja, schön. Das war ein Energy schnüffeln. Und die Waffen vor allem reparieren. Mann, ich wollte die Waffen reparieren, du Mistvogel. I know there are immune among you. Step forward and honor the goats. With your help, we will conquer the evil that has infected Palanai. You are the key that can save humanity. You lost it, brother. You put that Molotov down right now. Don't you see? You immune are the cure for this pestilence. And if you will not step forward and sacrifice yourself for the good of all,
Then you shall suffer a trial by fire. We must feast on your flesh to ensure the future of the human race. Harlow, come in. Damn it, where are you? I'm here. Sorry, I think this radio was cutting out. You need to get back to Paradise, right now. Oh God. I'm on my way. Holy shit! Incoming! Ja, komm, bleib doch mal ruhig. Ich muss erstmal was reparieren, ansonsten wird es eh nichts. They fucking coming! Ach so, da können wir noch was machen. Und zwar upgraden. Übermachete ist schon. Universal ist auch. Der Morgenstern, den habe ich noch nicht aufgewertet. Ja. Hier, komm. Was hat denn der für einen Schaden? 347, der hat. Na, okay. Bleib liegen! Mann! Du bist ja meine... Ja. Ja, kann ich auch nicht ändern. Werde ich doch mal. Also ich würde den Spacko ja am liebsten gleich mal abnutzen. Auch noch ein bisschen Kohle. Ich vor allen Dingen könnt ihr auch mal was machen. Habt ihr überhaupt schon mal einen Zombie umgelegt? Und dann müsst ihr es alles alleine machen. Danke. Ich weiß, dass wir die Kids heilen. Das bringt bloß nichts, wenn nur noch Runner hier sind. Geht mal auf den Sack, Alter. It's burning, Harlow. The whole fucking thing. Wait, what? Get back here, damn it! Hey! Und es kommt noch mehr. Es ist ja nicht so, als ob hier nicht schon die Bude brennen würde. Nö. Here they come. Okay. Mann, ich häng fest, Leute. Oh Mann, ey, Leute, macht doch erstmal irgendwas. Wisst ihr, es macht auch absolut keinen Sinn, was ich für ein bisschen Ausdauer habe. Wisst ihr, verteidige ich mich bloß nicht. Na komm, mach doch mal jetzt deine Ausdauer wieder schön. Soll ich noch alles machen? Ja, na klar, so ein Fetti kommt auch noch. Ja, und kotzen tut er auch. Jetzt heil dich doch mal. Dass die eingreifen können, obwohl ich schlage, das macht absolut keinen Sinn. Ich dachte, du bist ein Soldat, Mann. Der Soldat kann ja nicht in dem Spiel. Ey, es ist so übertrieben.
Ich hab noch nicht mehr was zum Heilen gleich. Und ihr lasst euch von allen greifen. Was ist mit euch los? Ach nee. Ich dachte, es wären alles kommen normale Menschen. Ich hab echt keine... Mann, Junge, die verpisst ihr mal aus dem Weg. Ja, danke, greif mich an, ja! Immer ruf's! Ey, ist das dämlich. Ja, jetzt lad doch mal nach, Alter. Na, wat nu? Ey, Alter. Ihr seid so nutzlos. Meine Fresse. Jetzt mach doch mal ein bisschen was. Ey, jetzt reicht's mal, Alter. Aber wirklich. Komplett. Alter, was stimmt mit dem Spiel nicht? Ja, komm, jetzt kommen noch mehr. Wir hatten noch nicht genug. Komm! Und die Runner, die kommen von überall angeschissen. Uiuiui, Alter. Jetzt kommt dann noch so ein Spacko, Alter. Oh, ich krieg dir gleich einen Anfall. Ihr kriegt ja nur so Stierpacken. Ey, ich muss auch mal mein Zeug reparieren und alles. Ey, machen... Oh, ich krieg hier einen Anfall. Was soll denn die Pisse, Alter? Hui, Alter, Falter, nee. Oh, Junge. Ja, komm, ich hab mich doch gerade eben erst geheilt, Alter. Ich brauche auch Hilfe. Ihr helft mir auch nicht, ihr verdammten Spacken. Ja, nimmt mal euren Stock aus den Arsch. Ja, da kommt noch so ein Vogel. Und noch so ein Vogel. Alter, ich kriege hier einen Anfall. Nee, wirklich. Ja, ey. Ist völlig normal. Meine Fresse, Alter, es ist so nervig. Also Leute, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll, aber das ist eigentlich totaler Schmarrn.
Boah, ich habe keine Medikits mehr. Jetzt bleib doch mal ganz cool, Junge. Ey, jetzt habe ich 18 Medikits dann hier verballert. Der Typ ist auch noch da. Nee. Habe ich aus, wenn sie mich erheilt. Danke. Oh, die Waffe ist auch unbrauchbar. Ey, es ist kein bisschen übertrieben, wirklich. Ich bin schon wieder tot. Warum kommt man auf die Idee, die Zombies so zu overpowern, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht? Jetzt weiß ich vor allem nicht mal mehr so ein... Ey, der will mich doch verarschen. Warum lebt denn der da hinten immer noch? Junge, was macht die hier überhaupt? Mann, Alter, du Mist alle! Nimm doch mal die Waffe wieder auf. Ey, das dauert viel zu lange. Ey, das ist so ein Käse. Ey, will mich jetzt ein Spiel lang echt verscheißern? Ja. Wie viel hält der denn noch aus? Boah, es ist Dreck. Ey, nee, ich muss erstmal meine Waffen reparieren. Das wird ja hier sonst gar nichts. Ey, das ist ja totaler Schmarrn. Wie kommt man auf so eine Idee? Ach, danke, ich kann meine Machete nicht reparieren. Ah, ist das geil. Hey, Alter, was ist denn jetzt hier los? Stirb doch endlich mal. Alter, der lebt immer noch. Was willst du denn für ein Schmarrn? The clock's ticking, Harlow. Jetzt kann ich die ganze Pisse nochmal machen. Alter, es ist so zum Kotzen. Das ist vielleicht ein Bockmist.
Zwar nicht alles, aber trotzdem. Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die kämpfen gegen Zahnpasta. Mann, ey. Ich hab noch nicht mal mehr was zum Heilen. Das ist doch nicht euer fucking Ernst hier. Oh, keine Ausdauer. Oh. Ja, ich überlebe auch alles. Meine Herren, Alter. Das ist ja mal eine richtig bekloppte Mission. Zeigen, dass der Typ nochmal kommt. Mann, ich muss den retten, Alter. Ich hab keine Zeit hier für die ganze Kacke. Na klar, der kann mich schlagen, ist normal. Werde ich nicht, weißt du? Das ein Dreck. Ich komm hier nicht mehr weg. Boah, es ist ein Kack. Zumindest den fettesten von allen umgebracht. Ich hab nichts zum Heilen. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, Leute, aber irgendwie machen meine Waffen keinen Schaden. Was macht ihr denn alle, Mann? Mann, Junge, ich wollte dir gerade helfen. Mann, Junge, Alter, du hast keine Ausdauer. Und sonst ist auch alles zum Kotzen hier. Alter, nur noch Zeit. Alter, war das eine schlimme Mission. So what do we do now? We continue with the plan, of course. Show me the map. Christ, is this it? What a mess. Apparently these are the entrances. Even so, they're both in the flooded area. Right? Yes. These entrances are inaccessible. I wouldn't necessarily rule him out. They might still be useful. Here's Kessler's place. He might know something about the tunnels. I mean, he did work with Villa, right? What if he's just as crazy? Kessler's not Villa. He's a real scientist. And if he's still alive, I'm sure he'll help us. I was originally sent here to consult with him. He's been studying the disease for years. He published a paper on it.
And if anyone here knows about the tunnels, it's Kessler. And why exactly didn't you tell us all that before? Because Vila said he had a map, and I wasn't even sure Kessler was still alive. Look, if you're all too afraid to go, I'll go on my own. Listen, if Harlow say he cool, then I say we check him out. I mean, what other choice do we got? Well, we could stay here and party and enjoy the last little bit of life we got left. Yeah, you do that, Wayne. Me, I'm going with. All right, then. Kessler it is. Fine. I guess I'll just have to bring the party with. Alter, das war jetzt hart. Und es hat nicht mal groß Spaß gemacht. Wisst ihr das Problem? Ah, ich kann Sachen verkaufen. Wartet mal. Schlagring. Also die Schlagringe brauche ich definitiv nicht. Das rostige Rohr auch nicht. So, dann haben wir zumindest jetzt erstmal das. Weil ich brauche definitiv Zeug. Und ich muss auch meine Sachen reparieren. Also, ja. Wird großartig. Ich hab doch schon gesucht. Ich musste erstmal wieder hin. Anything good in here? Ich muss erstmal mein Zeug reparieren. Wo ist denn das überhaupt? Hier hinten. Die Übermachete ist erstmal am wichtigsten. Ey, wir haben alles repariert bekommen. Geil. Jetzt verkaufe ich nochmal Batterien. Und dann muss ich überlegen, ob wir beim nächsten Mal dann Wurfmesser. Okay. Oh, Aluminiumrohr. Ich weiß, es ist keine gute Idee. Aber ich werde jetzt alles verkaufen. Weil wir brauchen unbedingt das Geld, um um uns davon was kaufen zu können. Man, seht euch das an. Wir haben jetzt gerade mal $3,232. Das ist nix. Ja, ich mache mich jetzt arm. Ist mir jetzt egal. So. So, wenigstens haben wir 20 Medikits. Und ich kann mir was abholen. Wir müssen über Dr. Kessler sprechen. Ja, ich weiß, machen wir bei der nächsten Folge dann aber erst wieder. Ja, Leute, ich muss jetzt hier leider ausmachen. Wir sind bei 33 Minuten, ist jetzt nicht besonders lang, also zumindest, wenn man sonst mal meine Videos mal sich anguckt. Aber, das reicht mir. Die nächste Folge wird dann wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Es hat mich wie immer sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like und einen Kommentar hinterlassen würdet. Und denkt auch bitte dran, ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlassen. Weil dann kann ich mich das sehen und ihr seht meine Videos, sobald sie erscheinen. Ne? Also bis dann und tschüss.